Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Hafen rund um A World of Warships. Und diesmal haben wir die Poltava für euch. T-7, Schlachtschiff der russischen Marine, welches jetzt ins Spiel kommen wird. Wenn ihr dieses Video seht, ist es quasi gerade im Premium-Store der Dampfer. Und ich möchte euch den in diesem Video ausführlich vorstellen. Wie ihr das schon so kennt, geht zuerst ein bisschen um die Geschichte. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ist ein Projektschiff, ist tatsächlich nie geschwommen, zumindest nach meiner Kenntnis. Wenn ihr da bessere Informationen habt, immer wie immer gerne in die Kommentare unten rein. Freut mich sehr drüber. Aber die Information, die ich gefunden habe, da heißt es, dass das ein Projekt 64 Schlachtschiff war, also ein Schiff in der Entwicklung. Es sollte ursprünglich im Schwarzen Meer und im Baltikum eingesetzt werden. Es wurde dann aber zugunsten schwerer gepanzerter Schlachtschiffe eingestellt. Projekt A wird da genannt zum Beispiel. Ist allgemein ziemlich schwierig, was zu diesem Schiff zu finden. Ich bin jetzt nicht der Schiffshistoriker, aber ich wollte euch zumindest die Informationen mitgeben. Tatsächlich geschwommen ist dieses Schiff nach meinen Kenntnissen nicht. Jetzt ist die Frage, wie hat A World of Warships dieses Schiff in unser Spiel gebracht? Wie ist es umgesetzt worden? Gleich vorneweg, ihr werdet gleich Replays sehen, also Gameplay zu diesem Dampfer. Und die ganzen Sachen, die wir hier haben, die sind alle schon geskillt. Also das heißt mit Modulen, mit Kapitänskill, mit Flaggen. Und ich erzähle euch hier in diesem Video natürlich, wie man zu diesen Werten kommt. Schauen wir uns ganz kurz mal die Panzerungsanordnung an. Die ist prinzipiell interessant, auch wenn ich sie für verhältnismäßig weich halte. Ja, fangen wir hier oben an. Hier haben wir Deck und die Bugbeplattung von 25 mm. Das ist natürlich gleich wieder der Overmatch-Wert genannt. Ab 358 mm Kaliber wird dieser Teil der Panzerung, alles was 25 mm hat, ignoriert. Das heißt, die Munition fliegt da einfach durch, kann da gar nicht abprallen. Gibt euch dann 10% Alpha-Damage der Granate, die da durchfliegt. Und wenn sie dann da durchgeflogen ist, hier hinten haben wir übrigens auch 25 mm, hier haben wir mal 40, einen ganz kleinen Bereich hier oben 25, dann fliegt sie hier vorne rein und die Zitadelle ist präsent und zwar ab hier. Ja, 250 mm, hier ist sogar eine kleine Treppe drin, ne? Also wenn die Granaten hier vorne reinkommen, hier so rüber geflogen kommen, ist es relativ schnell eine Zitadelle, die ist dicke Panzer, das heißt die AP-Granaten aktivieren sich auch auf jeden Fall. Hier unten haben wir dann 38 mm prinzipiell, Zitadelle ist über Wasser erreichbar, deutlich über Wasser, alles was hier rot ist, ist die Zitadelle. Ne, hier oben haben wir dann die Kasematten mit 200 mm, da sind wir dann schon wieder bei den, ja, im Oberdeck kann man was fast schon sagen, mit 25 mm. Ne? Deckaufbauten, wie ihr habt, 16, also nichts Besonderes. Auch von hinten ist die Zitadelle relativ einfach zu erreichen. Also wenn ihr eine Gneisenau seid zum Beispiel oder eine Warspite, dann schießt ihr da einfach gerade hinten rein. Ja, muss man einfach so sagen. Weil die Panzerung hier wird halt komplett ignoriert. Ne? Einfach hier hinten durch und dann habt ihr Glück. Also wenn es da trifft. Ne? Hier ist dann schon wieder Abprallwinkel, ja, aber wenn es woanders trifft, dann nicht. Dann ist das nächste Ding, ihr seid natürlich gegen HE ziemlich anfällig, dadurch, dass ihr Deck hier ziemlich dünn ist mit den 25 mm fast durchgehend, werdet ihr natürlich relativ schnell penetriert, also deutsche Schiffe zum Beispiel, die sowieso ein Viertel Pen mit ihren HE-Granaten haben, haben da gar keine Probleme. Andere Schiffe, die ein Sechstel Pen haben, müssen hier skillen, weil sie nämlich nur 24 mm penetrieren, das hier ist 1 mm dicker, ne? Also da müsstet ihr euch dann überlegen. Wie gesagt, die Poltava ist jetzt nicht das einzige Schiff im Spiel. Dass ihr deswegen das Schiff ändert, ist eine ganz andere Frage. Aber ja, wenn ihr viel HE schießt, dann müsst ihr für die Poltava hier IFHE haben, um sie großflächig penetrieren zu können. Das ist eigentlich so, das, was man dazu sagen kann. Vielleicht noch als Vorteil der Panzergürtel hier vorne mit den 200 mm. Hell halte ich aber nur im Nahkampf für effektiv eigentlich, weil die meisten Granaten aus der normalen Entfernung kommen dann von hier so reingeflogen, ja. Also die überbrücken quasi diese 200 mm Kringel hier vorne dran. Soll so ein bisschen die Zitadelle schützen. Macht sicherlich auch, wie gesagt, im Nahkampf, aber aus dem Fernkampf eher nicht. Gut, dann würde ich sagen, schicke ich euch jetzt direkt ins Gameplay und wir schauen uns jetzt dann Überlebensfähigkeit, Artillerie und so weiter an. Zur Überlebensfähigkeit bei der Poltava. Die Trefferpunkte 59.133% Schadensverringerung. Von den Trefferpunkten her sind wir so im Mittelfeld. Wir sind schlechter als die britischen Schlachtschiffe zum Beispiel, schlechter auch als die Chinook, aber besser als zum Beispiel die deutschen Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst jetzt als mögliche
Gegner. Ja? Bei den 33% Schadensverringerung sind wir ganz vorne mit dabei. Da ist nur die Colorado besser mit 37%. Alle anderen Schiffe sind schwächer in unserer Tierstufe. Bei der Artillerie, da gibt es so ein paar Besonderheiten, die wir jetzt gemeinsam hier mal rausarbeiten wollen. Also, wir haben eine relativ geringe Nachladezeit mit 28 Sekunden. Das ist auf jeden Fall mal geringer als bei der Schienop. Allerdings verschießt die natürlich auch größere Projektile. Wir haben 38,3 Sekunden Turmdrehzeit. Das ist, also in meiner Skillung zumindest, gut. Ja, ist prinzipiell nicht schlecht. Man hat relativ flexible Türme. Da sind die Deutschen ein bisschen besser, zumindest die Gneisenau. Wir kommen übrigens als Basis von 45 Sekunden. Also auf jeden Fall sollte man das meiner Meinung nach runter skillen. Maximale Streuung 226 Meter auf maximale Kampfentfernung von 18,3 Kilometer. Sigma-Wert beträgt hier 1,7 und zu der Streuung kann man gleich direkt sagen, es ist hier keine russische Streuung, also sehr genau bis 12, 13 Kilometer und darüber wird so tulpenartig die den Kopf hängen lassen, sondern hier hat man den ganz normalen Streuungsmodifikator sozusagen, wie die anderen Schlachtschiffe in dem Spiel auch, wie Gneisenau, wie Hood, wie so eine Sachen eben. Ne? Also die Grundlage der Streuungsberechnung. Ne? Der Sigma-Wert ist wie gesagt aber mit 1,7 verhältnismäßig gering, wie ich persönlich finde. Dann gibt es die HE-Granate. Die HE-Granate ist ein solides Mittelfeld, nicht so gut wie die der Briten, aber auch nicht so schlecht wie die der Deutschen. Man hat hier 5300 Alpha-Damage und 43% Brandwahrscheinlichkeit mit meiner Skillung. Ne? Da sind Signalflaggen für Brände schon mit dabei. Gehen wir nachher gleich drauf ein. Also ist ziemlich angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade durch das kleine Kaliber kann man auf Distanz ziemlich cool auch mit HE Schaden machen, gerade am Anfang des Gefechts, wo man vielleicht, wenn man nicht Top-Tier ist, ne? Also wenn man jetzt nicht im T7-Gefecht gelandet ist, sondern im T9-Gefecht, dann ist es relativ hilfreich, erstmal mit HE zu arbeiten, so, weil im T9 wird sowieso noch taktischer gefahren als im T7 und so weiter. Also ein bisschen zurückhalten, über große Distanz arbeiten und versuchen, die Gegner anzuzünden, das funktioniert eben ganz ausgezeichnet eigentlich mit dem Dampfer. Ja, 58 mm ist die Penetration der HE-Granate. Bei der AP-Granate, da haben wir über 11.000 Alpha-Damage und ja, Standard-Abprallwinkel. Das kann man schon mal gleich direkt mitsagen. Normalisierungswinkel 6 Grad, das heißt die Granate, wenn sie dann sich durch die Panzerung bohrt, verbessert ihren Bohrwinkel, wenn man dazu sagen will, um 6 Grad zu euren Gunsten. Dann haben wir, wenn die Panzerung penetriert wird, einen Zeitversatz von 0,033 Sekunden und dann explodiert diese AP-Granate. Sie muss dafür mindestens 59 mm Panzerung durchbohrt haben, sozusagen, bevor sie sich aktiviert, also bevor diese Zeitverzögerung sich eben aktiviert. Und dann macht ihr eben auf 18 km könnt ihr 406 mm penetrieren, auf hier 15 km sind es 454 mm, auf 10 sind es 557 und so steigert sich das immer weiter. Also die Werte sind nachher relativ cool. Das heißt, die AP ist relativ hart von den Russen. Also ihr könnt da schon ordentlich Damage mitmachen. Obwohl ihr so ein kleines Kaliber habt, kommt ihr sogar auf Kreuzern manchmal zu Overpenetrations. Ja, das ist wirklich krass, muss man ganz ehrlich sagen. Darum, HE ist hier eigentlich nicht unbedingt nur total schlechte Wahl. Ich schieße sehr, sehr viel AP, seht ihr ja auch im Replay, aber es ist eben entscheidend, in den richtigen Situationen die richtigen Munition zu haben. Also zwischen HE und AP ziemlich zügig zu wechseln. Und darum habe ich hier auch diese Variante, den Kapitän so geskillt, dass ihr halt häufig zwischen den Granaten hin und her wechseln könnt. Gut, das ist eigentlich das, was man im Moment zur Artillerie sagen kann. Kommen wir direkt zur Flugabwehr. Kurz-, Mittel-, Langstrecke ist vorhanden. 46 kontinuierlicher Schaden bis 1,5 Kilometer. Mittelstrecke 179 kontinuierlicher Schaden bis 3,5 Kilometer. Und dann haben wir eine Langstrecke bis 6 Kilometer hoch. Das ist ganz cool. 5 Explosionen. 1400 ist der Alpha-Damage und 126 der kontinuierliche Schaden. Es ist gut, es ist okay, wenn ihr gegen T6-Flugzeugträger kämpft. Gegen T8 sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Da ist es echt anstrengend, solltet ihr auf jeden Fall mit beim Team drinne bleiben. Dann Manövrierbarkeit. Nächste Highlight des Schiffes, 30,5 Knoten. Ja, ziemlich zügiges Schlachtschiff, gerade auch als Frontschwein. Und da gehört die nun mal hin. Es sind 30,5 Knoten mega. Nicht so mega und um nicht direkt zu sagen, ziemlich blöde, ist der Wendekreis. 1000 Meter Wendekreis, das ist natürlich hier auch, wenn man sich das Schiff mal so anguckt, wie lang das auch ist, ist natürlich sowas wie ein Elefantenrollschuh, könnte man sagen. Ein Riesenteil,
da sind 1000 Meter dann auch schon wieder irgendwo nachvollziehbar, dass das Ding so lang wendet, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist natürlich für Operationen an der Front, wenn man sich mal vermanövriert hat oder so, ist das schon relativ anstrengend, sich da wieder richtig hinzustellen. Ruderstellzeit 14,8 Sekunden ist voll konkurrenzfähig, auch zur Gneisenau oder so, zur Scharnhorst oder so. Ne, das ist hier allerdings nicht bei mir verbessert, sondern ich habe es einfach so gelassen. Mit irgendwelchen Modulen ist das hier nicht verbessert. Dann kommen wir zur Verborgenheit und die ist wieder cool. Ja, 12,2 Kilometer geht dieses Schlachtschiff nur auf. Ich habe hier den Tarnungsmeister drin, weil es eine Stärke ist, meiner Meinung nach, dieses Schiffs, dass es sehr, sehr niedrig erkennbar ist. Ja, und damit kann man diesen Charakter des britischen Schiffs sozusagen ein bisschen nachahmen. Und das hilft vor allem dann, wenn ihr in Low-Tier-Gefechten seid, also dass ihr die niedrigste Tierstufe seid, hilft das ungemein, weil man damit taktisch sehr cool arbeiten kann. Man kann sich wieder zugehen lassen, wenn man in Fokus gerät und ihr habt, wie gesagt, nur diese 25 mm überall, das ist ein echtes Problem. Ja? Das ist wirklich ein echtes Problem, wo alle Schiffe, alle Schlachtschiffe eigentlich, bis auf zum Beispiel die Lyon auf T7, ja, hier ohne Probleme dann eben durchkommen oder ja, die Duke of York, die kommt jetzt eben auch nicht durch mit AP, aber die schießt ja auch nicht so oft AP, sondern meistens HE, weil ist ja ein Brite. Ja, also das ist schon so, naja, ziemlich verwundbar in der Beziehung, deswegen arbeite ich hier eben mit der Verborgenheit. Erkennbarkeit zur Luft 10,8 Kilometer, wenn ihr im Nebel steht und schießt 12,1. Munition und Verbrauchsmaterial, da sind wir jetzt und ihr seht es ja unten schon eingeblendet, wir haben Schadensbegrenzungsteam hier dabei. Ist ein Premium-Schiff, also Premium-Verbrauchsmaterial, sollten unbedingt drin sein. Ihr habt hier ein begrenztes Schadensbegrenzungsteam. Das heißt, ihr habt nur 5 Aufladungen, wenn ihr so skillt wie ich, mit dem Inspekteur nämlich zusammen und dem Premium-Verbrauchsmaterial. Wirkungsdauer sind 10 Sekunden, 38 Sekunden. Das dauert, bis dieses Verbrauchsmaterial wieder parat ist. Also relativ zügig, das heißt, ihr kommt schnell in die Lage, eure Brände zu löschen, eure Flutung zu löschen und könnt innerhalb von dann 38 Sekunden gleich wieder loslegen und wieder löschen. Ja, solltet ihr ruhig häufiger machen, weil so nicht jeden Brand wirklich durchlaufen lassen, weil ihr sonst kaum in die Lage kommt, dass ihr das ganze Schadensbegrenzungsteam verbraucht. Ja, wenn ihr immer brennen lasst, dann ist das nicht so, Deswegen, gerade am Anfang des Gefechts fange ich eben schon mal schneller an, ein Schadensbegrenzungsteam hier auszulösen, damit man eben am Ende des Gefechts ja auch wirklich seine Aufladung verbraucht hat, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich nichtsdestotrotz aufgrund der Menge der Verbrauchsmaterialien hier für den Inspekteur mit entschieden. Ne? Dann geht es natürlich weiter. Reparaturmannschaft, 354 Trefferpunkte werden hier pro Sekunde potenziell wiederhergestellt. Wirkungsdauer 28 Sekunden lang. 76 Sekunden ist hier die Ladezeit. 4 Aufladungen habt ihr davon. Und dann gibt es noch den Jäger, der 60 Sekunden aktiv ist. 3 Kilometer schwimmt er fliegt er um euer Schiff herum, nicht schwimmt. Und dann sind es 85,5 Sekunden. Ne? Auch da gibt es dann 4 Aufladungen. Hilft auf jeden Fall. Es sind zurzeit wieder viele Träger unterwegs im World of Warships. Hilft auf jeden Fall, eure Luftabwehr ein bisschen besser aufzustellen. Einfach, wenn ihr alleine unterwegs seid, dann ist es ja, ist sowieso schon ziemlich kritisch. Außer wenn ihr gegen MT6 kämpft, dann könnt ihr doch einiges an Eindruck machen. Aber auch da, einen Anflug kriegt der Träger immerhin. Also das, so gut ist die Flak nicht. Ja, also sie ist ein guter Durchschnitt, ein bisschen besser als der Durchschnitt vielleicht, aber wer auch nicht. Gehen wir weiter zu den Verbesserungen, die ich hier in dem Dampfer eingebaut habe. Ich habe hier die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 eingebaut, um das Risiko der Ausfall der Hauptbatterie eben zu senken, auch wenn sie dann ausgefallen ist, dass es schneller wieder repariert werden kann, also eine Sachen. Ihr könnt hier natürlich auch durchaus drüber nachdenken, die Schadensbegrenzungsteam-Modifikation einzusetzen, sodass das Schadensbegrenzungsteam, wenn ihr denn benutzt, 40 Sekunden länger aktiv ist. Das sind dann 14 statt 10 Sekunden logischerweise. Ja, ich habe mich trotzdem eher für die Hauptbewaffnung entschieden, weil die dann eben weniger ausfallen soll. Ihr habt hier nichts weiter. Ihr habt hier keine besonders gute Sekundär oder irgendwie so. Die Sekundär ist vollkommen zu vernachlässigen, habe ich ja vorhin auch nicht erwähnt. Also, ja, nur mal so als Info sozusagen. Zweiter Platz, zweiter Slot, Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1. Weniger Brandwahrscheinlichkeit ist hier eben wichtig und eben auch das Risiko des Wassereinbruchs um 3% senken. Dann in Slot 3, Zielsystemmodifikation 1. Ganz klar. Ja, ihr wollt weniger Streuung haben, 7%, das hilft dabei. Und dann geht's eben in Slot 4, da geht es dann Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2. Auch da die Branddauer und die Flutungsdauer um 15% reduziert.
In meinem Bild geht es dann weiter und ich habe dann hier in der ersten Reihe oben von oben links sozusagen angefangen. India X-Ray für mehr Brandwahrscheinlichkeit und dann habe ich hier noch die Victor Lima. Auch da geht es mir um Brandwahrscheinlichkeit. Ich habe hier keine Torpedos dabei, also bringen mir die anderen Werte der Signalflagge nichts, aber ich will eben die Brände hochbekommen. Um 2% bringen die beiden Flaggen zusammen die Brandwahrscheinlichkeit hoch. Würde ich auf jeden Fall hier empfehlen, wollte doch... Ja, doch öfter mal HE auch mit benutzt durch diese guten Brandwerte und den hohen, relativ hohen Alpha-Damage der HE-Granate. Ja? Dann geht es weiter in der zweiten Reihe. November Foxtrot, Ladezeitverbrauchsmaterial um 5% reduziert. Deswegen kommen da so kryptische Zahlen raus, bis wann dieses Verbrauchsmaterial wieder einsetzbar ist. Auch 38 Sekunden bei dem Schadensbegrenzungsteam zum Beispiel oder 85,5 beim Jäger. Dann habe ich Sierra Mike für noch mehr Höchstgeschwindigkeit, komme so auf 30,5 Knoten. India Delta ist klar, habe ich eben schon gesagt. Die Reparaturmannschaft stellt mehr Trefferpunkte wieder her. Dann haben wir Juliet Yankee Biso 2, Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% reduziert und eben India Yankee minus 20% Zeit für die Brandbekämpfung. Also werdet ihr schneller wieder gelöscht haben. Und dann habt ihr eine Signalflagge noch parat, die könnt ihr euch dann aussuchen. Ich habe sie jetzt hier in die ökonomische bei mir gesteckt. Wenn ihr dieses Schiff bekommt, dann gibt es dazu auch eine Typ 10 Tarnung, Poltava. Standardgeschichte eben. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Streuung der Granaten der Gegner plus 4%, Schiffswartungskosten minus 10% und EP je Gefecht plus 50%. Kommen wir zum Kapitän, wie ich ihn geskillt habe. Ladeexperte habe ich hier ganz oben reingeskillt, um das Umladen zwischen HE und AP eben zu beschleunigen. Dann seid ihr bei 14 Sekunden statt 28. Zumindest wenn ihr unbeschädigt seid, das hilft ungemein. In der zweiten Reihe habe ich hier Elite-Schütze und Adrenalinrausch drinne. Das müsst ihr eigentlich entscheiden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen 10er-Kapitän habt, würde ich mich für den Adrenalinrausch entscheiden und die 7 Sekunden Elite-Schütze eben weglassen. Aber später würde ich es dann auf jeden Fall mit dazu basteln. In der dritten Reihe habe ich mich hier für einen Survive-Build zuerst entschieden. Also Grundlagen der Überlebensfähigkeit rein und dann den Brandschutz. Das sind so die Grundsachen. Die ersten 10 Punkte sollten meiner Meinung nach so verteilt werden. Ja, weil ihr seid ein Schlachtschiff, ihr steht vorne, ihr werdet häufig angezündet. So brennt ihr, habt ihr weniger Brandherde und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt angezündet zu werden, ist geringer. Und wenn ihr dann brennt ihr eben auch kürzer durch die Grundlagen der Überlebensfähigkeit nochmal. Ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Bild und so sollten eigentlich auch ziemlich... Also ich will fast sagen, alle russischen Schlachtschiffe geskillt werden, so aus meiner Erinnerung heraus. Wenn ihr denn mehr Skillpunkte zur Verfügung habt, dann geht es hier weiter. Tarnungsmeister, damit ihr eben weniger weit erkennbar seid. Regelmäßig ist es ja so, dass wenn man nicht gesehen wird, kann man auch nur sehr schwer beschossen werden. Es sei denn, es gibt halt Leute, die auf die Karte und dann so ein bisschen vermuten, wo das Schiff ist. Also wenn ihr schon mal offen wart und dazugegangen seid. Aber ganz am Anfang, bevor ihr das erste Mal überhaupt auf seid, hilft euch der Tarnungsmeister auf jeden Fall. Dann würde ich hier den Inspekteur auf jeden Fall empfehlen, der hier... 3 Skillpunkte wiederum kostet, hilft aber, weil ihr eben 3 Verbrauchsmaterialien eine Ladung dazu packt. Ja? Und meiner Meinung nach ist das vielleicht sogar fast noch wichtiger als der Tarnungsmeister gleich am Anfang. Ne? Also, dass ihr nicht den 14. Punkt, sondern nur 13 Punkte braucht, dann gleich den Inspekteur da reinpackt. Ja? Und ja, dann gibt es hier oben noch den Elite-Schützen, der euch hilft, die Türme schneller von links nach rechts zu drehen. Das kann durchaus hilfreich sein, gerade wenn ihr dann im Push seid, wenn ihr mitbekommt, alles klar, die Seite gehört uns, wir können vorwärts fahren, dann muss man ja doch häufiger mal links oder rechts die Kanone drehen. Ihr müsst hier natürlich keinen Elite-Schützen reinskillen, das ist nur meine Empfehlung. Ich würde sonst überlegen, eventuell den Tausendsasser hier mit reinzubauen, ja, der könnte eben auch helfen. Gut. Das ist mein Kapitän. In diese Richtung kann es gehen. Was hier natürlich sehr hilfreich sein kann, ist auch der Nikolai Kuznetsov, der jetzt ganz frisch in der Waffenkammer mit drin ist. 175.000 Kohle müsste allerdings für den Typen berappen. Der würde hier aber auf jeden Fall eine ganze Menge bringen. Ist halt ein russisches Schlachtschiff und der ist eigentlich dafür prädestiniert, der russische Kapitän. Meine Meinung. Kommen wir zum Pro und Contra bei dem Dampfer und dann gibt es noch so ein bisschen mein persönliches Fahrgefühl sozusagen zum Schluss. Pro halte ich hier den Torpedo-Schadensverringerungsschutz sozusagen, 33%, zweitbester Schutz, den ich so kenne in World of Warships. Dann haben wir eine relativ gute HE, guter Schaden, gute Brandwahrscheinlichkeit, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die AP ist auch nicht schlecht, wenn euch LMG nicht trollt, könnt ihr mit AP relativ gut Schaden machen. Was würde ich sonst noch sagen? Die Höchstgeschwindigkeit 30,5 Knoten mit der Flagge drauf ist echt anständig. Kann man auch nicht meckern.
lasse ich so noch in den Pro-Bereich mit reinzählen und die gute Erkennbarkeit, die man hier gut nach unten skillen kann. Das sind so Sachen, die ich super finde. Ich persönlich, ist wirklich meine persönliche Meinung, begrenzte Schadensbegrenzungsteam finde ich gut, ja, weil es euch eben in die Lage versetzt, wenn ihr stark unter Beschuss steht, relativ schnell eure Sachen zu reparieren oder eben, ja, einfach, dass ihr dieses Verbrauchsmaterial relativ schnell wieder parat habt. Das ist ein, für mich ist es ein Pro, ob das für euch ein Pro ist, müsst ihr selber entscheiden. Für mich als Contra, nur durchschnittliche Trefferpunkte, merkt man relativ schnell. Das Schiff ist nicht so gut gepanzert und hat dazu eben nicht so viele Trefferpunkte. Das ist ein bisschen schade. Die Nelson zum Beispiel ist auch nicht so super gepanzert, hat aber dafür einen super Heal. Ne? Ihr tut euch schwer, diese Sache so ein bisschen auszugleichen. Also ihr müsst mit eurem Stellungsspiel echt gut aufpassen, vielleicht euch an eine Insel positionieren. Da bringt mich das gerade nochmal auf so einen kleinen Pro-Punkt, ja, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Schiff, guckt mal, ist sehr, sehr flach. Er guckt nicht groß hoch raus, ich sag mal à la Fuso oder so eine Sachen. Und euch, das heißt, ihr könnt euch auch hinter flachen Inseln relativ gut verstecken. Und ihr wisst ja, fahrt nicht so weit raus, ne? Nur bis zum, nur dass die beiden Türme wirken können. Wenn die anderen, wenn der höchste Punkt eures Schiffes verdeckt ist, dann könnt ihr, geht ihr nicht auf, obwohl ihr mit dem vorderen Geschütz möglicherweise sogar wirken könnt. Ne? Ist also nochmal so ein kleiner Hinweis. Im Contra habe ich jetzt gerade nochmal ein Pro entdeckt, so ungefähr könnte man das sagen. Nächstes Contra ist ein Wendekreisproblem. Ja? 1000 Meter Wendekreis, das ist schon heftig. Also wirklich extrem heftig. Finde ich es eigentlich so einer der größten Nachteile. Und das Schiff ist an sich natürlich riesengroß. Ja? Also riesig lang, so ein richtiger Elefantenrollschuh, könnte man sagen. Ja, und das ist eigentlich das, was man zu also Pro und Contra sagen kann. Flugabwehr, hatte ich schon gesagt, ist eher so Mittelklasse, vielleicht eine 3 plus, irgendwie sowas. 3 plus, 2 minus irgendwo würde ich so vom Gefühl her ansiedeln. Ja, Panzerung, hatte ich auch gesagt, ist nicht ganz so dick. Dadurch ist Overmatch relativ leicht möglich. Auch für HE-Schleudern seid ihr ein gutes Opfer. Oder wenn da eben die Bomber ankommen, die fliegen da auch ohne Probleme durchs Stack und machen euch ordentlich Damage rein. Gut. Wie fand ich persönlich die Polterwahl? Ich persönlich mag die eigentlich. Ja? Sie guckt zwar sehr weit aus dem Wasser raus und hat halt diese Zitadelle da an der Seite, die auch über Wasser erreichbar ist, aber ich persönlich fand sie cool. Ich habe sie auch relativ viel eben als Testschiff gefahren und ja, keine Ahnung. Es ist aber in dem Sinne, ne? Eigentlich nichts Besonderes. Ja? Weil das Schiff hat nicht so eine Situation, wo ich sage, boah, das ist super mega interessant. Ja, so eine russische Streuung zum Beispiel oder so. Aber die Wargaming wollte hier bewusst ein Schlachtschiff bringen, was eine Standardstreuung hat, so wie jedes Schlachtschiff, weil die Russen, wie sie jetzt im Spiel sind, ja alle die russische Streuung haben, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht die Oktoberrevolution nicht, aber die Forschungsbaumschlachtschiffe. Und ja, das ist hier so das Einzige, was, wo ich sagen würde, das ist ein gutes Highlight oder eben die hohe Brandwahrscheinlichkeit. Das ist hier vielleicht noch ein Highlight. Aber alles andere ist eigentlich nicht so richtig ein Highlight, wie ich persönlich sagen muss. Ja, müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr dieses Schiff aus Sammlerzwecken haben wollt oder ob ihr einfach russische Schiffe sammelt oder wie auch immer. Aber sonst, ich glaube, es gibt auch durchaus Schiffe, die mehr Highlights bieten als die Polterwahl. Und das soll es von der Schiffseinweisung für diesen Dampfer gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein paar Informationen liefern und euch vielleicht auch die Entscheidung abnehmen, ob ihr euch das Schiff holt, erspielt, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie es ins Spiel kommt. Ja, wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen über ein Abo, über einen Daumen nach oben. Ja, wenn nicht so ist, dann macht nicht einfach nur einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, was konkret euch gefehlt hat und warum es euch gefehlt hat, was ihr gerne noch gewusst hättet oder so eine Sachen. Also worauf ihr könnte besser eingehen sollen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, sonst einfach bis zum nächsten Mal. Das Ziehkraut-Team und ich sage danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.